Guys und willkommen zum Let's Play The Witcher Wild Hunt 3. Mein Name ist Rockstar. Ich bin Zahn. Und ja, wir haben in der letzten Folge sehr viel gemacht und vor allem sehr viel repariert und neu gemacht und, ja, so. Und jetzt läuft Geralt in gelben Lippen rum. Ich schäme mich, dass ich das getan habe. Ja, egal. Vor allem mit diesen Handschuhen, ne? Der sieht aus wie so minderbemittelt. Ja, das ist egal. Ja, ist klar. So, sag Kira, dass du den Fluch der Dolseninsel gebrochen hast. Achso, ja. Ja, wir hatten ja da den Typen geopfert, ohne dass wir es wussten. So sieht's aus. Geralt wusste davon, die Drecksau hat uns nur einfach nichts gesagt. Schön. Ja, manchmal muss man gute Geheimnisse für sich behalten. Ne? Ja, ja. Vielleicht hat mich letzte Dings. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schein mit. Ein bisschen sprinten. Ich frag mich auch, wieso ich gerade nicht Blitze rufe, aber das ist eine andere Sache. Weil kein Bock auf Blitze, so einfach. Ja. Wir sind vertrimmt worden wie Navi gerade. Boltupieren Blitze jetzt. Wir boltupieren Blitze. Oder nicht. Ich versuche mir das gerade vorzustellen bei Ark, ja. Wenn du wirst ja alles und jedes Blitze nennen. Also das wird ja abartig. Ich bin gerade mit Blitze unterwegs, ja, welcher? Mit Blitze, ja, ist klar, aber mit welcher? Ja, wer weiß, was da noch alles kommt. Ja, in den letzten beiden Folgen ist viel Mindfuck passiert wieder. Ja, nun, tun wir halt nicht. Außer, dass Geralt teilweise auch verwirrt war. Ja, aber. Hier links. Du musst auch immer so. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Junge. Heya! Genau das. Das haben wir hier zu suchen. Heya! Die Leute hören auf ein Pferd, aber reagieren nicht drauf. Also, es sind Vollidioten. Nein, es war halt damals so. Da kommt ein Pferd auf. Am Banditen, naja. Später. Später kommen wir zu euch. Wir haben unsere dicken Werbär, den wir dann in den letzten. Nein, der frühere Teile gefunden hat. Wohnt auch abseits der jeglichen Zivilisation. Sie ist ja auch eine Hexe. Und kann man sich trotzdem in die Gemeinschaft eingliedern? Nee, das ziehen wir mal ab. Vielleicht eventuell mal ihre Hütte. Tschüss, Plätze. Das sah stylisch aus. Ja, mach's gut, Plätze. Tschüss. Sag Bescheid, wenn du Monster findest. Ich komm dann. Vielleicht. So, jetzt dürfen wir erstmal wieder zum Spiegel hinlaufen. Spiegel an der Wand. Ah, nee, wer doch, ist da? Geralt von Riva. Sie ist doch hier. Ich bin begeistert. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ach, wirklich? Dieser Magier von der Insel. Erzähl mir mehr von ihm. Standet ihr euch nahe? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so für mein Privatleben interessierst. Mich interessiert eher, ob ihr euch als Magieexperten zusammengetan habt. Auf dem Gebiet hatten wir nicht viel gemeinsam. Alexander war einer dieser nervösen Experimentierer, die nie genug Schlaf kriegen. Die Sorte, die der Meinung ist, dass ein einsamer Turm mit einem Satz Reagenzgläser und Destillierkolben das höchste Glück ist. Aha. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Konntest du Graham überreden, mit dir in den Turm zu gehen? Hast du ihm gesagt, dass dort eine Pester auf ihn wartet? Er kannte das Risiko, aber auch viele Geschichten über wahre Liebe, deren Kuss jeden Zauber aufheben kann. Irgendwie hat ihm das Mut verliehen. Und? Ist es gut ausgegangen? Wie man's nimmt. Der Fluch ist gebrochen. Annabels Geist ruht in Frieden, aber Graham ist tot. Armer Kerl. Aber er hat gezeigt, dass es wahre Liebe öfter gibt, als manche denken. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Hm.
Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabelle sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Katriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Okay. Dann leb wohl. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Der da wäre? Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Und wir kommen jetzt. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Naja, du bist uns immer dankbar. Jetzt verpiss dich. Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Ich mag ihn ja. Er redet von sich selbst in der dritten Person. Ja. So ist es geil. Immer. Was sollen wir tun? Was gibt es? Was gibt's? Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe verhehlt. Ich ahne Schlimmes. Wir kriegen vielleicht eine neue Plätze. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Meinst du, wir sollen ihnen erstmal helfen oder haben wir keine Zeit? Why not? Helfen wir. Na, wir helfen dir. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Doch treffen wir uns im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Hey. Ahnenfest. So, dann gehen wir ins Questlog hoch. Hat ja eh alles Zeit. Wobei, das Ahnenfest machen wir bisher sofort. Ja. Ja, Nebenquest dann wieder. Ja. Das Ahnenfest, ja. Würde ich auch sagen. Ja. Und dann Gefallen unter Freunden, Verteidiger des Glaubens. Ja, ja, dann machen wir die heute erstmal weg. Ja. Dann haben wir heute schon mal einen Plan. Ja, wir haben einen Plan. Darfst du jetzt auch gleich Zelda? Also ja. Wind Waker spielen. Hui! Warte. Wir können ja direkt hier erstmal ein bisschen meditieren. Ja, das auch. Weil wir um Mitternacht da erst sein müssen. Ja, ja. Nee, du brauchst ja nur eine Stunde. Und du kannst ja mit Schnellreise zur Insel. Ja. Nee, mach ruhig nur eine Stunde. Mach scheiß drauf. Weil durch die Schnellreise verbrauchst du, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Zeit. Musst du nur ein Schild finden in der Nähe. Weil zu der Insel kannst du auch schnell reisen. Hier hatten wir doch auch so ein Ding direkt davor. Na, guck, da unten ist doch direkt eins. Markieren. Ich bin auch schon mal überlegen, ob wir mal jetzt irgendwann, wenn wir in den Städtenähen sind, ob wir mal die ganzen Blackboards abklappern sollen. Okay. Damit wir mal einfach alles drin haben. Dann machen wir irgendwann mal so ein, zwei Folgen oder was. Machen wir mal so ein bisschen Abklapper-Scheiß. Ja. Übrigens, was dich interessieren könnte, Miracle of Sounds hat wieder ein neues Witcher-Lied rausgebracht. Du bist am Dings vorbeigelaufen. Ich weiß. Das war alles geplant. Ja, muss ich gleich noch gucken. Muss ich mir heute noch angucken. Also, es ist über Siri und ich befürchte, dass ich da schon einen kleinen Spoiler drin gesehen habe, was mit dem Blutigen Baron passiert, aber ich spoiler natürlich jetzt nicht hier. Ja, ja, ist klar. Alles auf jeden Fall lohnenswert. Ja, Preußen, ja. Blablabla, da ist es. Warum sollen wir das System denn nicht nutzen, wenn wir es schon haben, ne? Ja, erspart uns ein bisschen mehr Zeit.
an sich. So ist es. So, du müsstest umdrehen. Zieh schon mal das Silberschwert, hier ist allerlei Getöse unterwegs, hier diese explodierenden. Ach, hier ein Ghoul ist da. Nicht nur einer. Aber kann das sein, dass wir jedes Mal eine Lücke kriegen aufgrund des Story-Fortschritts? Kann sein. Dann möchte ich bitte diese Musik behalten, die jetzt gerade da ist. Weil die ist episch geil. Und die haben etwas im Kampfsystem verändert, sehe ich gerade. Was denn? Dass die rot aufleuchten, die Gule, wenn die angreifen. Nein, das ist, wenn die sich heilen. Oh. Ich dachte schon. Gule heilen sich, Kapitän, den du da angeschnitten hast. Ach, deswegen auch die vergiftete Kinderlamme. Ja, deswegen, das war gut. Die Vergiftung hat quasi den Heileffekt neutralisiert. Dadurch, dass das Gift immer das abgezogen hat, was sich geheilt hat. Deswegen fand ich die Giftklinge so geil, aber mittlerweile das neue Giftschwert, das neue Hexerschwert, das ist ja auch so, das neue Starschwert ist ja so geil. Aber das mit dem Gift wäre zum Beispiel auch auf dem Silberschwert drauf gewesen. Und ach so. Auf dem Spielstand, den ich privat spiele, da habe ich das ja auch schon und da ist quasi die Heilung der Ghule komplett aufgehoben. Ja. Also das ist zumindest für die Ghule ist das ein geiles Schwert. Also da muss ich auch nochmal, müssen wir auch nochmal gucken, ob wir vielleicht nochmal irgendwie so ein Schwert mit Vergiftung kriegen oder was. Wahrscheinlich. Oder ob wir das per Run oder was dazu hauen können. Was ja auch noch kommt, ist ja, dass wir uns Schwerter aus Meteoritenerz noch schmieden können. Ja. Das kommt ja auch noch da erschwerend hinzu und teilweise haben die auch so Blutungseffekte und sowas. Das ist auch recht geil. Okay. Also zumindest aus 1 und 2 ist das recht geil gewesen. Ja. Diese Meteoritendinger. Ach, hier waren wir schon mal zu Anfang. Ja, da sind wir mal durchgelaufen. Ja. Und hier sieht es jetzt ein bisschen belebter aus, seitdem wir die Ertrunkenen weg sind. Also haben wir wieder gute Arbeit geleistet. Nicht nur die Ertrunkenen, da war ja das war ja noch auch noch irgendwie. Ja. Ich komme bald wieder. Achso, okay. Ja, die siehst du nicht. Geh mal in die Höhle da hinten rein, weil mich interessiert jetzt, was da unten drin ist. Ja, ich ahne Böses, ich ahne Böses. Nicht, da ist eine Truhe drin, siehst du? Der Skellige, okay. Noch eine, wer ist es? Rüstung. Ah, nice. Ja, ist aber schlechter als unsere. Ja, viel schlechter. Ja. Ja, das war ja auch noch die von letztes Mal. Die hatten wir ja nicht verkauft, weil es sowieso jetzt gerade egal war. Und so viel Gewicht nimmt die Rüstung ja nicht weg. Ja, dann meditieren wir mal eben. Ja, dann meditieren eben bis Mitternacht. Und da siehst du, also du hast gut eine Stunde quasi für Schnellreise hingebraucht. Deswegen. Ne, du bist schon zu weit. Mitternacht musst du einen zurück. Erzählen von all ihren Plan. Deswegen Mitternacht. Hat sich ein Lagerfeuer gemacht. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Oh, toll. Die Schützen, vorweis. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Ja, nicht schon wieder. Wir können anfangen. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Ich glaube, haben wir ja den Autosave von der Meditation, denke ich mal. Was denn? Ja, speichern geht nicht. Okay. Dies Leben. Zieh schon mal das Silberschwert. Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, die der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Ja. Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid, hier wird beendet sein. Lasst das Ahnenfest beginnen. Da kommen sie schon, die Ersten. Ihr Wanderer finden Glück in der Welt sein. Ah, da können wir irgendwie drauf. Seht dieses Zeichen. Euch rufen wir! Euch rufen wir! Oh, wow, wow, das Wasser bei mir. Euch rufen wir! Komplexe. Hört ein Geräusch!
Wieder zu schnell immer. Ja. Egal. Ich denke mal schon, dass wir hier bei Weidela wieder gekommen sind. Ja, ich sag ja nach der Meditation. Ich glaube, da kriegst du auch immer Autosaves. Deswegen ja. Also ist das ja nicht so schlimm für uns. Das gute alte Autosave-System. Was hat man früher ohne es gemacht? Ja. Herrlich, oder? Ja. Überleg mal, ich kenne doch Spiele, da musstest du manuell speichern. Ansonsten hast du immer von da angefangen, wo du aufgehört hast. Ja. Der Hammer! Oh, das sieht wieder super draußen aus. Was? Ist schon wieder draußen, oder was? Ja, der Monsun kommt wieder. Achso, das meinst du? Ich dachte jetzt schon, das Spiel hat sich wieder beendet. Nein. Ja, was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, in der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen. In den Tag. Bei ihrem Plan. So. Sprecht ihr? Ja, doch, ist das Silberschwert. Nee, Quatsch! Das Silberschwert ist das mit dem Haken, ich hätte es mit dem falschen Schwert. Oh. Ist das seelenfrei? Das ist so. Wollte doch mal, das Silberschwert hat doch bei uns so einen komischen Griff gekriegt. Lass das Ahnenfest beginnen. Ja, keine Ahnung, also. Wir waren hier wieder ein bisschen confused. Ihr wandert im Dunkel nach. Gefangen in der Welt seid ihr. Dieses Zeichen, sanft und schwach. Euch rufen wir, euch rufen wir. Euch rufen wir, euch rufen wir. Euch rufen wir, euch rufen wir. Eis und Wasser weit hinter mir. Ja, klar. Ja. Ein Geräusch. Wie gesagt, probier's. Wer hätt's gedacht? Jetzt. Ein Geist durch dich die Stille. Jawohl, ich bin ein Geist. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Rufen wir, euch was rufen wir, kommt zählen, euch richten wir. Zum Wasser dann. Ja. War's da schon oder was? Es scheint so. Na, guck mal, die geilen Ruhen, die wir eingearbeitet haben. Ein Geräusch. Jetzt gedacht! Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch lieb und teuer! Geist, komm heran zu uns ans Feuer! Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden! Erzähl uns nun von all deinen Leiden! Er könnte auch Dichter sein. Oh, ist das klar? Sieht so aus. Wer bist du? Er weiß es. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Ach, das ist ein Alter. Okay. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Oh ja. Ja, macht den Geist noch ärgerlicher, als er sonst so ist. Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Ja, ich würde das obere nehmen. Ja. Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Vergiss nicht, das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Ich würde sagen, erstmal direkt die gute Leute! Verlasst diesen Ort nicht! Ihr dürft den Kreis nicht brechen! Alles ist still, nirgends zu aufhören. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Oh, die haben mich wieder in der Zeit. Nein, die gehen auf die Weide, Leute. Oh. Alles ist still, nirgends zu aufhören. Alter, nehmen wir nicht viel Schaden weg. Der eine ist tot.
Alles ist schlimm. Steine durch den Kopf. Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funken, welche Gestalten lauern im Dunkeln. Ein Wispern, ein Raunen im Sinn, jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funken, welche Gestalten lauern im Dunkeln. Erscheinungen! Der heilige Boden ist blutbefleckt! Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Das ist toll. Läuft. Drei Erscheinungen. Oh. Jürgen. Ja, Jürgen. Ich will Kraft mit dir! Und Jürgen. Diese heilige Jürgen wirkt jetzt länger, ne? Ja, wir haben ja auch dafür investiert. Ja, klar. Aber wir haben jetzt so einen komischen Kugel am Griff. Okay. Nee, das ist alles. Alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Und da würde ich sagen, auch mit dem ultra geilen Ritual, den Erscheinungen... Und den Blitzen im Hintergrund? Ja, sagen wir einfach mal, see you guys. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt.